In der Ausbildung sind Herausforderungen so zum einen, sich erstmal den theologischen Lehrbriefen zu stellen, den Grundkurs, den Aufbaukurs. Das ist schon ein großes Zeitpensum, was die Bewerber hier bewältigen müssen. Eine andere Herausforderung ist auch, immer das so mit dem persönlichen Leben zu koppeln. Also wie geht eine Familie damit um? Wie wird das auch von der Ehefrau, von den Kindern mitgetragen, dass ich jetzt mich auf den Weg zum Diakonat mache? Und ein dritter Bereich ist auch so die Frage, wie gelingt mir das bei der Arbeit, in meinem Berufsumfeld? Die Herausforderungen am Arbeitsplatz sind ja auch immer intensiver. Die Arbeitszeit verdichtet sich, die Erwartungen am Arbeitsplatz brechen auf unsere Leute ein. Und das alles so miteinander in Einklang zu bringen und letztendlich auch zu gucken, wo bleibe ich selber. Das ist so eine bleibende Herausforderung in der Ausbildung.